1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine freie Themennacht heute. Es ist Donnerstagnacht, da haben wir das immer. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, mit mir reden wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Ich freue mich auf eure Anrufe, bin gespannt auf eure Anrufe und begrüße jetzt ganz herzlich die erste Anruferin. Und das ist die Jessica. Und Jessica ist 17. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Jessica. Ja, um was geht's bei dir? Ja, und zwar wie folgt. Ich war bis vor 2 Monaten mit einem tollen Mann zusammen. Mit einem tollen Mann? Ja. Wie alt ist denn der tolle Mann? Der ist 19. Ja, bis vor 2 Monaten. Mhm. Wie lange? Es war nur 3 Monate. Ja. Aber es war wirklich eine super tolle Zeit. Mhm. Auch wenn es so kurz war. Und ich hatte auch mit dem Mann den aller tollsten Sex, den man haben kann. Wow, echt. Ich gratuliere. Danke. Auf jeden Fall hat er mich vor knapp oder 2 Monaten verlassen. Er hat dich verlassen? Mhm. Warum? Weil ich ihn zu sehr eingeengt habe. Ich bin extrem eifersüchtig. Stimmt. Und habe ihn damit zu sehr eingeengt. Stimmt das? Ja. Ja, also, stimmt. Das ging so ziemlich jede Beziehung kaputt. Die du bisher hattest, weil du irgendwie zu sehr klammerst oder zu sehr Angst hast, dass da irgendjemand anders reinfuschen könnte und so weiter. Genau, ja, weil auch wenn ich halt nicht jede Minute bei ihm bin, wenn er mal alleine weg ist, mache ich ihm gleich Vorwürfe. Mhm. Auch wenn ich weiß, er ist nur mit Kumpels weg. Das ist halt ein großes Problem von mir. Ich mache mich abhängig von den Männern dann. Ja. Hast du ihm regelrecht verboten, irgendwie mit Frauen was zu machen? Nee, verboten. Ich konnte ihm das ja nicht verbieten. Nee, aber du hast es so verlangt, gefordert und erwartet, oder wie man sagen mag. Ja, er hatte eine beste Freundin und ich war sauer, wenn er sich mit ihr getroffen hat. Und dann hat er sich natürlich auch nicht mehr so viel mit ihr getroffen, wie vielleicht vorher oder so. Und vor 2 Monaten getrennt. Mhm. Mhm. Und du sagst, das war der tollste Mann, den ich bisher kennengelernt habe. Hab den tollsten Sex mit dem Mann gehabt bisher. Ja. Das ist natürlich jetzt eine harte Sache, wenn du auch das so selbstkritisch sagst, ich bin selbst schuld dran. Ja, aber ich kann das halt nicht abstellen. Also das ist auch ein großes Problem, dass ich halt mich abhängig von den Leuten mache. Mhm. Und darum, als er mich verlassen hat, wusste ich halt auch keinen Ausweg mehr wie der Christian gestern. Ich habe versucht, mich umzubringen. Mhm. Ich habe Tabletten genommen. Musste daraufhin ins Krankenhaus, lag 2 Tage auf Intensivstation, war dann in der Psychiatrie, sollte da eigentlich ein halbes Jahr bleiben, habe das aber nach 3 Tagen abgebrochen. Mhm. Also ich habe da, meine Eltern haben das dann auch unterschrieben, dass ich mit nach Hause darf. Mhm. Weil. Darf ich mal was ganz Provokatives sagen? Ja. Darf ich, ne? Ja. Ich glaube, du wolltest sie gar nicht umbringen. Du wolltest nur mit dieser Aktion nochmal Druck auf deinen Freund ausüben. Kann das sein? Eigentlich weiß ich nicht, nein. Aber weißt du, Domian, das ist so, ich bin zu letzter Zeit total richtig depressiv. Ich habe echt wirklich keine Freunde. Mhm. Ich habe meine Lehrstelle verloren. Deshalb, wegen dieser Geschichte? Und dann, dann habe ich den Mann kennengelernt und mir ging es wieder gut. Ach so, das war vorher. Du hattest vorher die Lehrstelle verloren. Ja. Und dann ging es durch den Mann wieder gut und danach brach alles zusammen. Genau. Also es war sicher, ich habe das jetzt so ein bisschen provozierend gemeint. Es sind immer sicher beide Sachen, dass man irgendwie verzweifelt ist und man meint, es geht nicht mehr weiter und meint dann den letzten Schritt gehen zu müssen, nämlich sich das Leben zu nehmen. Und so ein bisschen ein Signal ist es schon nach außen. Ne? Hast du mit ihm denn nochmal Kontakt gehabt danach? Also er wusste das. Er hat mich an dem Tag auch noch, also ich war erst eine Weile zu Hause, habe hier geschlafen und meine Eltern wussten das aber schon, die wussten aber nicht, was sie machen sollten. Mhm. Und haben dann meine Cousine angerufen, weil die Krankenschwester ist. Ja. Und die hat halt gesagt, sofort ins Krankenhaus. Ja.
Ja, so, und also danach hatte ich nochmal kurz mit ihm Kontakt, also er weiß das, ja. Aber hat sich danach nicht wieder gemeldet, weil er nicht wollte, dass es mir schlechter geht, dass ich ihn vergessen Was kann. Gut ist, finde ich. Finde ich eine gute Einstellung. Übrigens glaube ich, ich sage euch das mal draußen, dass wir permanent mal wieder Bildstörungen haben. Ich sehe das hier auf meinem Monitor. Können wir leider, glaube ich, jetzt nichts dran ändern. Müssen wir durch. Jessica, ist das bis heute so geblieben, dass ihr keinen Kontakt miteinander habt? Nee. Was? Irgendwann hat er wieder angefangen. Ich habe seine Nummern gelöscht, weil ich habe ihn immer wieder angerufen. Ja. Und habe dann irgendwann gesagt, ey, nein, Jessica, du musst aufhören, habe die Nummer gelöscht. Ja. Aber irgendwann hatte ich den Anruf in Abwesenheit auf meinem Handy und es war seine Nummer. Aha. Aber er hatte keine Nachricht hinterlassen? Nee. Er hat bloß einmal anklingen lassen. Daraufhin hast du ihn wieder angerufen? Ja, dann habe ich ihn wieder angerufen und ich meinte, warum hast du nicht angeklingelt? Ja, ich wollte dir gute Nacht sagen. Das war vor eine Woche oder so. Heißt das denn, dass ihr jetzt wieder Kontakt miteinander habt? Ja, wir telefonieren ziemlich oft. Mhm. Und so in dem Moment, wo wir telefonieren, geht's mir gut. Weißt du, ich freue mich, er ist total lieb und so. Habt ihr euch denn auch schon getroffen? Nee, ich habe ihn seitdem noch nicht wieder gesehen. Steht das an? Ja. Das steht an? Ja, das ist ja mein Problem. Wie gesagt, das war der hammergeilste Sex, den ich hatte, ja. Mhm. Und ja, Freitag, Sonntag, wollen wir uns treffen, aber nur, um miteinander zu schlafen. Ihr wollt euch jetzt Sonntag treffen, nur um miteinander zu schlafen? Ja. Wow, Jessica, das ist alles nicht gut. Das ist nicht gut. Für dich, finde ich. Ja, das ist... Also, definitiv ist, dass der mit dir keine Beziehung haben möchte, ne? Nicht mehr, ja. Das hat er so gesagt. Ja, ich habe da eben doch nochmal vorhin mit ihm drüber geredet, weil er auch so lange mit mir telefoniert und auch so lieb ist. Und er hat mich auch wieder so genannt, wie er mich in der Beziehung genannt hat, diesen großen Namen. Okay. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Darf ich ein bisschen Hoffnung haben? Ja. Und da hat er gesagt, nein, musst du doch auch. Also er macht natürlich auch einen großen Fehler, dass er jetzt an dich herangeht. Er macht den großen Fehler, dass er in der Sprache so mit dir spricht, wie ihr in eurer Beziehung gesprochen habt. Das darf man alles nicht tun. Das ist für den anderen, jetzt für dich in dem Fall, sehr schwer, damit umzugehen. Weil du sehnst dich ja nach einer Hoffnung. Und man nimmt die Kleinigkeit nimmt man dann auf in der Hoffnung, das könnte was sein. Deshalb bewerte ganz, ganz hoch seinen Satz, nein, keine Hoffnung. Du fragst, könnte ich eine kleine Hoffnung haben? Er sagt nein. Das ist die wichtigste Aussage. So, Jessica, wenn du dich jetzt auf Sex einlässt, reißt du die ganzen alten Wunden wieder auf, die du vielleicht so ein ganz klein bisschen, wo sich das schon ein bisschen beruhigt hat. Ja, aber weißt du, dann hätte ich ihn wenn es nur für ein paar Stunden ist, wieder bei mir. Aber dafür leidest du, aber das ist keine richtige Logik. Dafür leidest du wochenlang wieder danach. Und bist noch verzweifelter, dass du ihn nicht richtig als Freund hast, als du es jetzt bist. Jetzt sind einige Monate vergangen, es ist schon so ein bisschen Gras drüber gewachsen, ein bisschen nur. Aber dann liegst du in seinen Armen, dann hast du vielleicht wieder den tollsten Sex, den du überhaupt in deinem Leben erlebt hast, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und dann geht er und dann sagt er Tschüss und sagt vielleicht oder sagt auch nicht, aber du spürst es, nee, Beziehung mit dir will ich nicht. Und er verliebt sich vielleicht schon bald in eine andere Frau, vielleicht. Das tut weh, das tut verdammt weh. Also dann, wenn du so angeschlagen bist durch die ganze Sache, und das nehme ich auch sehr ernst, was du gerade gesagt hast, dann ist wirklich die beste Medizin, erstmal auf großen Abstand zu gehen von dem Menschen, den man noch immer liebt oder den man begehrt. Der hat gesagt, er will keine Beziehung mit dir haben. Das ist ein ganz, ganz gravierendes Wort. Aber, weißt du, das klingt vielleicht doof, aber ich habe vielleicht so einen kleinen Gedanken, dass er vielleicht, wenn er wieder mit mir so vielleicht denkt, hey, vielleicht können wir es ja doch noch machen. Nee, du hast die kleine Hoffnung, wenn ich richtig saugut im Bett bin, dann kriege ich ihn vielleicht noch mal rum. Naja. Ne, so ein bisschen. Ich beeindrucke den vielleicht sogar sehr. Ich meine, jeder von uns würde ja vielleicht auch so ist doch nicht schlimm, dass du so denkst. Jeder von uns würde ja so denken. Weil wenn man Hoffnung hat, dann macht man die verrücktesten Sachen. Aber glaube mir, ich sag's dir nur wirklich als guten Rat von außen, als neutrale Person, du tust dir Schlechtes damit an. Auch wenn du kurzfristig ein Glücksgefühl haben wirst, wenn du mit ihm im Bett liegst, in seinen Armen liegst, ihn spürst, ihn riechst und er ist so nah bei dir. Aber er ist nicht nah bei dir, er ist ganz weit weg.
Jessica, ist meine Meinung. Ich sag's dir nur so, du musst es natürlich selbst entscheiden, was du tun sollst. Aber manchmal ist es ja gut, einfach mal von außen so eine neutrale Meinung zu hören. Ja, darum. Ich bin schwankend hin und her, weil ich habe Angst, aber wieder dieses Loch zu fallen, ne? Ich glaube, dass das für dich ein ganz tolles Erfolgserlebnis ist, wenn du es schaffst, Nein zu sagen, wenn du es schaffst, abzusagen. Dieses Absagen wird sehr schwer fallen. Aber ich glaube, so ein paar Tage später, ein paar Wochen später, bist du verdammt stolz auf dich, dass du das geschafft hast. Denn das wäre eine richtig große Leistung, glaube ich. So, jetzt denk mal nach in aller Ruhe. Morgen ist schon Freitag, jetzt ist schon Freitag. Aber immerhin, es ist erst Freitag, da kann man noch eine ganze Weile nachdenken. Und der scheint ja sehr nett zu sein, wenn du ihm dann auch sagst, pass mal auf, ich glaube, mir, Jessica, tut das nicht gut, lass es uns sein lassen, dann wird er das auch verstehen. Ja, natürlich. Er hat ja auch gesagt, ich habe das ja vorgeschlagen, weil er das ja auch gesagt hat, das fehlt ihm. Und daraufhin hat er auch gesagt, meinst du, es ist so gut, schließlich hast du noch Gefühle. Siehst du. Noch wieder ein Hinweis von ihm. Ne? Ach, Mensch. Mann, Jessica. Also, ich wünsche gute Überlegungen und ich wünsche die richtige Entscheidung. Vielen Dank. Alles Liebe. Tschüss. Okay. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Katja ist hier. Katja ist 20. Und ich sage Hallo, Katja. Hallo. Hallo. Katja, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Na, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich habe Probleme mit meinem jetzigen Freund. Ja. Mit dem bin ich seit einem Dreivierteljahr zusammen. Ja. Und ich habe Probleme in der Sexualität. Inwiefern? Das heißt, ich kann mich ganz schlecht, mich auf Sex einlassen. Ich kann das. War das immer schon so oder bezieht sich das jetzt auf diesen aktuellen Freund? Das ist aufgrund meiner Vergangenheit bei jedem so. Was war da in der Vergangenheit? Was in der Vergangenheit war, also wie ich klein war, zwischen meinem vierten und siebten Lebensjahr, wurde ich von meinem Vater sexuell missbraucht. Mit 13 von einem Bademeister. Bitte? Mit 13 von einem Bademeister in einem öffentlichen Schwimmbad. Ja. Und vor 2 Jahren habe ich einen Mann kennengelernt über eine Annonce, der erst sehr lieb zu mir war und in den ich mich dann auch ein bisschen verguckt habe. Und der dann auf einmal ankam, immer mit fremden Männern, die mich dann irgendwie, die mich dann misshandelt haben und also die verschiedensten und abartigsten Dinge mit mir gemacht haben. Und Moment mal, das war vor 2 Jahren? Ja. Da waren verschiedene Männer, die schlimme Sachen mit dir gemacht haben? Ja, also ungefähr, schätzungsweise 20. 20 Männer? Und das war halt irgendwie, ich habe damals... Ist das einmal passiert? Bitte? Ist das einmal passiert? Nein, das ging über einen gewissen Zeitraum. Wie, dann habt ihr euch immer getroffen, du und diese Männer? Nein, ich habe mich immer nur mit meinem Freund getroffen. Ja. Und er hat diese Männer dann mitgebracht. Und als das erste Mal passiert ist, war ich dann total fertig und alles. Und dann hat er gesagt, das wäre nur ein Ausrutscher gewesen. Und ich habe ihm das geglaubt und habe gedacht, Mensch, der war doch am Anfang auch lieb. Und Moment mal, das ist ja nun eine ganz heftige Geschichte. Da waren 20, da haben dein Freund, mit dem du da zusammen warst, vor 2 Jahren, da warst du ja nur immerhin auch schon 18 Jahre alt. Ja. Der holt ganz viele Männer her und diese Männer alle haben mit dir Sex? Ja. Alle gleichzeitig? Nein, nicht gleichzeitig, eben. Hintereinander? Auf verschiedene Tage. Und wo war dein Freund dabei dann? Ja, mein Freund war dabei, also der hatte auch Geld kassiert, das habe ich erst später rausgefunden. Hat er zugesehen dabei? Nein. Der hat ein paar Mal dazu gesehen, aber oft ist er auch einfach rausgegangen und hat dann nicht sehen wollen, was die machen. Und das heißt also, er hat dich wie eine Prostituierte verkauft? Ja. Und du musstest dich verhalten wie eine Prostituierte? Ja. Und also, bist quasi von all diesen Männern letztendlich vergewaltigt worden? Ja. Oder du hast es über dich ergehen lassen? Ja. Ja, also ich habe mich schon versucht zu wehren, aber die haben mich dann auch oft gefesselt und geschlagen. Und hör mal, Katja, das erzählst du mir, das hast du mir jetzt gerade so fast beiläufig erzählt. Das ist ja eine ganz schlimme Sache, die da passiert ist. Ich versuche es gerade nicht so sehr an mich ranzulassen, also ich merke, dass ich gerade schon wieder überall zitter. Ja, ja.
Also du hast es mehr oder weniger auch verdrängt, weil es so schlimm war. Und deshalb hast du es mir jetzt auch nur so an dritter Stelle erst erzählt, obwohl es ungeheuer schlimm ist. Ja. Über einen längeren Zeitraum hat das gedauert, sagst du? Ja. Wie kam es, dass du nicht einfach abgehauen bist, dass du das hast mit dir machen lassen? Das Problem war ja, dass er wusste, wo ich wohne, hatte meine Telefonnummer. Er hat dreimal einen schwarzen Gürtel und besitzt einen eigenen Sicherheitsdienst. Was bedeutet, er hätte mich zu jedem Zeitpunkt gefunden. Mhm. Und du hast und hat mir auch Gewalt angedroht und ja, oft ist es ja dann auch passiert. Und ich bin dann erst da rausgekommen, dann auch mit Hilfe meiner besten Freundin. Und dann bin ich umgezogen, unbekannt verzogen und habe meine Telefonnummer gewechselt, habe mir dann die Haare geschnitten und gefärbt und will also damit einfach nichts mehr zu tun haben. Und angezeigt habe ich ihn auch nicht, weil er das hätte er rausgekriegt. Er kann ja an die Polizei daten als Chef einer Sicherheitsfirma. Dann hätte er meine neue Adresse rausgekriegt. Das heißt, da ist wirklich so ein schlimmes Verbrechen passiert. Über diesen Zeitraum, magst du mir den sagen? Du hast gerade zweimal schon gesagt, das hat einen gewissen Zeitraum gedauert. Also, war das ein Jahr, ein halbes Jahr, ein paar Monate? Ein paar Monate. Mhm. Ja. Das heißt, der geht jetzt straffrei aus. Ja. Und du musstest richtig fliehen und dir quasi dich anonymisieren, dass der dich nicht findet. Ja. Und was für ein Unglück, was für eine Konstellation. Und dann hast du auch noch diese schlimmen Erlebnisse in deiner Kindheit machen müssen. Ja. Da wundert es mich überhaupt nicht, Katja, dass du jetzt in deiner jetzigen Beziehung, dass das sexuell null läuft. Das ist ja ganz normal. Ja, aber mein Freund sieht es nicht so. Also, hast du dem denn davon erzählt? Ja, der hat mich sogar damals kennengelernt, als ich in stationärer Behandlung war vom Dreivierteljahr. Ja, der hat mich so kennengelernt, der kennt mich mit meinen Selbstverletzungen, der weiß von meiner Vorgeschichte. Ja. Also ich frage mal, du warst in stationärer Behandlung wegen dieser ganzen Angelegenheiten. Das heißt, du bist in einer psychologischen Betreuung, bist du schon. Ja. 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 Da hat er dich kennengelernt und weiß er auch das Ausmaß dessen, was da damals passiert ist? Nee, er weiß nicht alles. Also ich schäme mich auch für vieles. Ich möchte ihm nicht sagen, dass ich dabei anuriniert wurde und so Geschichten, weil ich dann denke, dann mag er mich nicht mehr, oder? Mhm. Gut, du brauchst ihm ja auch nicht die absoluten Details zu erzählen. Mhm. Alleine das, was du mir jetzt erzählt hast, reicht ja schon aus, um zu ermessen, was für ein Leid dir angetan worden ist. Wie lange liegt das jetzt eigentlich zurück, diese Hölle, die du da mitgemacht hast? Naja, eben fast 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Ja. Bist du dann damals direkt danach in eine psychologische Betreuung gekommen oder hat das noch eine Weile? Nee, ich bin mit 15 in eine psychologische Betreuung gekommen. Mhm. Also bei mir hat sich das einfach aus der Kindheit schon ganz... Ich verstehe. Mhm. ...ganz aufgewirkt. Bist du denn jetzt aktuell auch noch in einer Therapie oder bei einem Psychiater? Ja. Bei einer Psychologin. Und die weiß auch Bescheid, der erzählst du auch alles? Ja, ich habe ihr von dem noch nicht alles erzählt, also einige Details schon, aber eben noch nicht alles, weil das so viel ist und weil ich mich dann immer so schlecht fühle dem Gegenüber. Mhm. Wem fühlst du dich gegenüber schlecht? Ja, wenn ich dann meiner Therapeutin gegenüber sitze und dann alles erzähle, was da gewesen ist, dann habe ich das Gefühl, sie sieht, wie dreckig ich bin oder so. Ich finde, du hast mir jetzt schon sehr viel erzählt, obwohl wir uns erst ein paar Minuten kennen. Ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich finde das, ich empfinde dich nicht als dreckig. Ich empfinde dich als einen Menschen, dem sehr, sehr, sehr viel Leid angetan worden ist. Und ein Mensch, der richtige Schwein um sich herum hatte. Ein Mädchen, was sich überhaupt nicht wehren konnte. Ein Mädchen, das keine Schuld trägt. Null Schuld. So sehe ich dich. Und so wird die Psychologin dich auch sehen. Ich finde schon wichtig, Katja, dass du, wenn du in dieser Therapie bist, dass du da alles erzählst. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass die Frau auch richtig mit dir arbeiten kann und dass sie dir auch wirklich helfen kann. Mich macht so ein bisschen stutzig oder mich ärgert etwas, dass dein Freund, der weiß, was da, zumindest weiß er grob, was da passiert ist. Und er hat so kein Verständnis dafür, dass eure Sexualität nicht gut läuft. Er sagt immer, er hat Verständnis dafür. Es war auch unser erster sexueller Kontakt. Bin ich schon vorsichtig rangegangen und
dann war es trotzdem so, dass ich in Tränen ausgebrochen bin und mich total schlecht gefühlt habe. Und das hat er ja alles mitgekriegt. Und trotzdem besteht er ständig da drauf. Und wenn ich ihm gerade sage, mir geht's nicht gut, ich habe irgendwie wieder schlecht geträumt, dann fasst er gleichzeitig an meinen Busen oder sagt, magst du nicht meinen Mund nehmen oder so, ich bin spitz und lauter so Sachen einfach. Also irgendwie hast du das Gefühl, dass er dich doch nicht wirklich ernst nimmt. Nee. Ja, das klingt mir so. Im Prinzip hast du überhaupt gar keine Lust auf Sexualität. Nee, absolut nicht. Das kann ich verstehen. Nach dem, was bei dir passiert ist, ist dieses Thema erstmal wirklich tabu, ne? Ja. Und die Sexualität, die ihr beiden bisher miteinander hattet, das hast du ihm nur so zuliebe getan. Ja. Also Katja, ich sage es nochmal, dass ich das voll verstehen kann, dass du keine Lust auf Sexualität hast. Und ich finde auch, du hast ein Recht darauf, keine Lust zu haben auf Sexualität, nach dem, was da geschehen ist. Das wird sicher noch sehr lange dauern, bis da ein Bedürfnis bei dir entsteht. Und ich finde das Verhalten deines Freundes nicht in Ordnung. Ich finde, wenn er dich lieb hat, muss er das respektieren, dann habt ihr halt verdammt nochmal keinen Sex erstmal für eine gewisse Zeit. Im Prinzip müsste er ganz von dir weggehen, was die Sexualität anbelangt. Der soll zärtlich zu dir sein, der soll für dich da sein, der soll liebevoll sein, aber der soll dich in Ruhe lassen mit dem Sex. Ja, wir haben ja auch schon, wir haben schon eine offizielle Pause gemacht, mal einen Monat. Und das ging auch einigermaßen. Also er hat versucht, mich anzufassen und mich anzumachen. Aber wir haben deshalb nicht miteinander geschlafen. Und danach wird jeden Tag, wenn wir telefonieren oder wenn wir uns sehen, sofort gefragt, wann können wir denn und geht's jetzt endlich? Sprich doch mal mit deiner Psychologin. Ja. Frag sie doch mal, ob sie damit einverstanden wäre, wenn dein Freund mal mitkäme zu einer Therapiesitzung. Dass sie quasi so ein bisschen mal vermittelt zwischen euch beiden. Dass sie ihm das auch etwas klar macht, wie ernsthaft und wie dramatisch das bei dir ist. Würde er sich darauf einlassen, meinst du? Ich glaube schon, ja. Ich finde das ein Ansatzpunkt, weil du offensichtlich ja nicht an ihn rankommst. Und wenn er so weitermacht, geht die Beziehung kaputt. Ja. Die geht kaputt, das sehe ich schon. Weil du kannst es ihm ja nicht immer nur ihm zuliebe tun. Katja, ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt auch noch mal ein paar Worte sprichst. Vielleicht hat sie auch noch eine andere Idee, wie du mit deinem Freund umgehen kannst. Aber red auf jeden Fall auch mit deiner Ansprechpartnerin und überlegt mal gemeinsam, ob ihr das sehr schnell bald angehen könnt. Ja. Okay? Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Okay. Gut. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Benjamin, 21. Hallo. Ja, Nabend. Nabend. Das war ja gerade ganz schön hart, muss man ja mal zugeben. Ja, leider Gottes. Ich kann auch dann nicht den Freund wirklich nicht verstehen, dass er das Mädchen nicht in Ruhe lässt. Nee, ich auch nicht ganz. Ich finde es sehr penetrant und unsensibel. Das ist schon genauso schlimm irgendwie. Ja, genau. Ja. Benjamin, was geht's bei dir? Ja, also es geht eigentlich um eine Sache, aber zwei Gewissensfragen, kann man so sagen. Zwei Gewissensfragen? Ja, und zwar einmal habe ich halt so vor ein paar Monaten jemanden kennengelernt und habe halt versucht, den dann näher kennenzulernen. Hab dann aber später rausgefunden, dass sie erst 14 war. Oh. Ja, zu der Zeit sogar noch 13, sondern später 14 geworden. Und naja, wie soll man sagen, es hat mich halt so ziemlich auf den ersten Blick erwischt. Also, heute, manche Mädels sind ja schon so weit entwickelt, dass man das gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Ja, ne? Sind also die nun 16, sah, 17? Sie sieht aus wie 16, also davon mal abgesehen. Sie sieht aus wie 16? Ja, könnte ich so schätzen. Wenn nicht 17? Ja, vielleicht sogar noch eher. Ja. Das redet man sich dann natürlich auch so ein bisschen ein. Na klar. Also ja, du hast dich in die verguckt. Ja, und das Merkwürdige ist halt, ich habe halt da Zivi in der Kirche gemacht und dann haben wir uns durch Zufall da dann noch öfters gesehen, weil sie halt Cello spielt und da öfters solche Konzerte waren. Und das wurde dann halt immer mehr. Ja, und das wurde dann halt immer schwerer für mich. Das Merkwürdige ist ja, unsere Blicke haben sich auch alle 2 Minuten getroffen, so ungefähr. Ja, und jetzt ist es halt so, dass wir uns eigentlich alle 2 Tage mal sehen oder so. Ja. Sie auch mal mit zu meinen Kumpels kommt und so. Und dann ist halt die Sache, wenn denn da was passieren sollte, ob das denn überhaupt irgendwie moralisch mit mir vereinbar ist, das frage ich mich eigentlich schon seit 2 Wochen, kann man sagen. Also es ist noch nichts passiert. Nein.
Weiß sie, dass du schon ein bisschen verknallt, interessiert bist? Ja, wahrscheinlich schon. Sie mag das. Ja, doch. Mhm. Weil, also es ist ja nicht nur, dass ich sie des Öfteren angucke, es ist doch halt umgekehrt. Ja. Also das merke ich dann auch manchmal. Mhm. Und das ist dann halt schon, ja, da kommt dann halt immer wieder der Gedanke hoch, die ist ja irgendwie noch ein bisschen jung. Mhm. Und ich weiß ja nicht. Finde ich auch, Benjamin. Es ist schon kompliziert, sie ist minderjährig. Ja, ich weiß. Sie ist 14 Jahre, sie ist minderjährig. Nein, es geht ja nicht einfach nur um den Sex oder so, sondern überhaupt, ob das klappen könnte oder... Ja, also erstmal, hast du, was die Sexualität anbelangt, ist es äußerst schwierig. Ja, ja. Ne? Ist dir klar und du, es müssen auch die Eltern mit einbezogen werden, falls es zu einer näheren Beziehung kommt. Ja, ja, ich kenne den Vater ja. Alles sehr kompliziert, alles sehr kompliziert. Ja, ich weiß. Aber deine Frage ist jetzt gar nicht so juristischer Natur, glaube ich, ne? Ja, sondern eher, ob ich das, ja, moralisch eigentlich eher. Ja. Ob man da überhaupt dran denken sollte oder ob man das wirklich komplett lassen sollte. Ich meine, es ist natürlich wirklich ein großer Altersunterschied, wenngleich es auch jetzt nur 7 Jahre sind, aber in dem Alter sind 7 Jahre sind sehr viel. Ja, meine ich ja auch. Da ist halt der geistige Unterschied halt doch schon ziemlich extrem. Total. Wenn einer 25 ist und der andere 32, ist das nicht mehr schlimm. Aber sie ist natürlich in einer ganz anderen Entwicklungsphase, als du es bist. Ja, ich versuche das auch so ein bisschen auch rauszufinden, wie sie halt geistig schon ist, wie weit. Natürlich kann man dann immer sagen, ja, die ist natürlich viel weiter als normale 14-Jährige, aber letztendlich ist bleibt sie ja ein 14-jähriges Mädel und du bist ein 21-jähriger Kerl, ne? Ja, ja. Das kann natürlich sein, dass im Moment, also anfänglich hat dich natürlich das Äußere fasziniert. So fängt es ja immer an. Ja, das also die Augen vor allem. Die Augen, ja klar. Das ist schon... Ja. Aber natürlich, wenn man sich dann näher mit einem Menschen beschäftigt, merkt man das nach einer gewissen Zeit, wenn so die erste Faszination des Äußeren verflogen ist oder wenn man sich daran gewöhnt hat, verflogen nicht, dass man das dann mit einer ganz anderen Lebensphase zu tun hat bei dem anderen. Und deswegen wollte ich das halt auch nicht überstürzen oder so, sondern sie halt erstmal wirklich kennenlernen, bevor da irgendwie... So ganz spontan gesagt, wenn du mich das jetzt so fragst, ne, würde ich sagen, lass die Finger davon. Versuch's runterzufahren. Es ist ja noch nichts passiert und du bist auch noch nicht über Hals über Kopf verliebt. Und in dem Abschnitt, in dem du dich jetzt befindest, kannst du das noch ganz noch leichter, als wenn du dich noch mehr darauf eingelassen hast. Ja klar, die Sache ist halt auch, dann kommt das andere halt, dass sie in ihrer Klasse oder halt in ihrer Umgebung nicht so viele Freunde hat, weil sie halt zum Beispiel auch andere Musik hört oder sich auch anders anzieht, sondern eher in die, wie soll man sagen, ja, Gothic-Metal-Schiene so ungefähr, ne? Ja. Ja, und dann habe ich halt auch gedacht, dann kannst du ja so ein bisschen in den Freundeskreis integrieren, was aber unter Umständen vielleicht nicht unbedingt das Beste ist. Für sie, oder was? Ja, für sie, das habe ich mir auch schon überlegt, weil sie möchte das halt unbedingt, weil sie hat halt da nicht so viele Kontakte, weil sie mit den Leuten nicht so viel anfangen kann. Aber siehst du, jetzt überlegst du schon wie so Big Daddy, ne? Ja, ne? Ja, aber ich habe dann ja auch irgendwo die Verantwortung, wenn ich sie da mit reinbringe. Eben. Eigentlich ist es auch viel, viel schöner, wenn man einen gleichberechtigten Partner hat. Jetzt bist du schon so ein bisschen drauf wie so ein großer Bruder, der überlegt, Verantwortung, was ist für sie gut, was ist das? Und nicht für eine gleichberechtigte Partnerin, die du hättest, wenn sie 18 wäre. Nein, es geht ja eigentlich nur um den Einfluss der Leute. Also, wenn ich sie da jetzt reinbringen würde, egal ob ich mit ihr zusammenkomme oder nicht, dann hatte ich halt auch so ein schlechtes Gewissen, wenn sie jetzt zum Beispiel da der Einfluss nicht so gut für sie ist. Ja. Weil da halt auch einige Leute sind, die halt vom Einfluss, also für, ich sag mal, beeinflussbare Leute nicht unbedingt gut sind. Ja, also... Um es nochmal klarzustellen, sie ist jetzt in so einer Szene schon drin? Sagen wir so, wenn ich sie mitnehmen würde, wäre sie da auf jeden Fall drin, ja. Ja, aber du bist nicht in so einer Szene drin? Ja, ich meine, eigentlich schon. Ja. Eigentlich, ach so, weil das ja. Also ich lasse mich davon halt nicht so beeinflussen wie andere Leute. Ja, aber jetzt denken wir schon sehr, sehr weit, ne? Letztendlich geht es ja um die Frage, soll ich mich auf eine Beziehung einlassen mit diesem Mädchen, ja oder nein? Das ist die Grundfrage. Ja, und die andere ist halt, und wenn nicht, oder soll ich sie überhaupt in diese ganze Sache integrieren? Eigentlich nicht. Lass sie ihren Weg gehen, lass sie ihre eigene Sache machen. Ja, wenn, das habe ich mir auch überlegt. Wenn du dich gegen eine Beziehung entscheidest, was ich dir eigentlich raten würde, würde ich das Mädchen auch in Ruhe lassen. Dann soll die ihre Sache machen, wo und wie immer sie Spaß hat, was sie interessiert. Ich würde es machen, Benjamin. Es ist alles kompliziert. Du kannst natürlich keine Sexualität mit ihr leben, weil das Gesetz dir im Nacken sitzt. Du musst mit den Eltern kommunizieren. Du hast einen sehr viel jüngeren Menschen, für den du Verantwortung trägst. Du sollst eigentlich eine gleichberechtigte Partnerin haben, finde ich, und so weiter. Ja, klar. Also mein guter Rat wäre, wenn es noch geht, Rückwärtsgang.
Ja, werde ich mir auf jeden Fall ganz stark überlegen. Überleg das mal, ja, finde ich auch, Benjamin. Das ist alles nicht so einfach. Nee, ist schon klar, aber noch geht es, glaube ich. Noch geht es ganz gut. Alles Gute und viel Glück. Ja, vielen Dank. Tschüss. Regina. Regina, wo ist sie? Hier, hallo. Hallo. Ja, hallo, ja. Domian. Wie alt ist denn die Regina? 29. 29. Mhm. Um was geht's denn, Regina? Es geht um das Thema Bart. Wie? Bart? Ja. Also hier, Bart. Ja, im Gesicht. Im Gesicht. Ich bin... Es geht nicht um Bart Simpson. Nein. Nein. Um die männliche Haartracht. Ja. Jetzt habe ich es auch verstanden. Mhm. Ja. Es geht darum, dass ich also... ich habe einen Bartfetisch. Oh. Ja. Du stehst also auf Männer mit Bart. Ja. Ich kann nicht mit Männern ins Bett gehen, die keinen Bart haben. Mann. Also zum einen ist das eine Sache, die mir so optisch ganz gut gefällt. Ja. Speziell, wenn jetzt ein Mann so dunkle Haare hat und etwas blasserer Typ ist und dann so 3-Tage-Bart stehen hat. Ich könnte dir sofort einen herzaubern. Ja? Ich habe nämlich einen Redakteur, meinen Redakteur. Der heißt Wolfram Spikowski. Mhm. Und der hat heute sogar Geburtstag. Was? Ich gratuliere ihm auch nochmal über diesen Wege, hier auf diesem Wege. Und der sieht genauso aus. Der hat einen 3-Tages-Bart, dunkle Haare. Mhm. Also du würdest ausflippen, wenn du ihn sehen würdest. Lieber nicht, sonst kriege ich heute Nacht kein Auge zu. Aber der ist verheiratet. Ach so. Also kann ich nichts verkuppeln. Ja, schade. Also, du kannst nur mit Männern ins Bett gehen, die einen Bart, ein 3-Tages-Bart haben. Ja, also es darf auch ein Schnauzer sein. Es darf auch ein Schnauzer sein. Darf der Bart denn auch ein bisschen länger sein? Also so den letzten Kick macht nur ein 3-Tage-Bart. Ach so. Also ich habe... was macht den Kick denn dann, wenn ich mal sehr intim fragen darf? Aus. Ja, natürlich darfst du. Ich habe mal vor ungefähr 10 Jahren jemanden gekannt, einen Mann. Der hatte auch so dunkle Locken und so öfter ein bisschen unrasiert, 3-Tage-Bart. Ja. Und wenn man, also das fängt an, wenn man mit dem knutscht, ja, und dann so ein bisschen die Wangen und das Kinn in meinem Gesicht so ein bisschen prickelt. Da, da kenne ich das nur von Frauen, dass die am Jammern sind und sagen, oh, es scheuert so und es wird wund und es tut weh. Und ich finde das richtig geil. Du findest das richtig geil. Ja. Und wie ist es, jetzt muss ich das auch fragen, weil da denken wir jetzt natürlich auch alle, wie ist es denn so beim Oralsex? Ist es auch für dich okay? Also ich persönlich, also an mir selbst mag ich Oralsex jetzt nicht so gerne. Ach so, also 3-Tages-Bart da in der Gegend ist also dann nicht angesagt. Ja, ob mit oder ohne, also das ist nicht dein Ding. Jetzt nicht so wirklich. Verstehe, okay, dann ist das also kein Thema, ja. Mhm. Also dieses, wenn das so ein bisschen rau, so ein bisschen rot wird an deiner Wange, weil das reibt und piekst und so, das ja, findest du toll. Ja, das ist eine Trophäe. Mhm. Mhm. Also so... dieses übliche Klischee, dass manche Männer irgendwie Höschen sammeln oder so, dann laufe ich dann mit einem stolzen, rot gescheuerten Kinderlinken durch die Gegend. Manri, und der muss dunkel sein, der Bart. Das ist natürlich jetzt erstmal für den ersten Moment, für das Optische, ja, also das Geilste. Aber es sind nicht immer dunkle 3-Tage-Bärte zur Verfügung. Nee, das würde natürlich die Auswahl sehr einschränken. Ne? Ja. Müssen die Männer denn auch Brusthaare haben? Das wäre natürlich noch geiler. Das wäre also noch geiler. Aber kann Wolfram Spikowski auch mitdienen, mein Redakteur? Du merkst schon, ich will doch ein bisschen verkuppeln hier. Nein, also es müssen Brusthaare sein. Das findest du gut. Und sonst überhaupt, sollte der Typ behaart sein? Ja. Auch? Also kann überall Haare, ja, haben. Also er sollte auch nicht im Intimbereich rasiert sein? Nee. Nein, auf keinen Fall. Nee. Keine glatte Babyhaut, sondern richtig ein Kerl. Ja. Ein Kerl mit richtig was drum und dran und Haare und so. Männlich. Männlich. Also ja, das geht wirklich so weit. Also mir ist es wirklich egal, ja, ob der jetzt irgendwie so ein richtig großes Geschlechtsorgan hat oder aha, so. Aha. Das finde ich jetzt, also ich kenne einige Frauen, die gucken sich solche Bilder im Internet an oder so. Die meisten Frauen wollen ja immer nur die Großen. Nee, nein, geht ich weiß wirklich schon. Naja. So mehr oder weniger am Gesäß vorbei, also mhm, die Größe von dem männlichen Geschlechtsorgan, mhm, jetzt. Haare. Haare finde ich viel männlicher. Es muss gut eingewachsen sein. Also mhm, mit Haare meine ich. Ne? Ja. Wir sagen ja viele Frauen, das ist mir eklig, das ist nicht hygienisch genug und da schwitzt man eher und es gibt Gerüche und so. Ist dir alles drissial? Du findest es gut und du für dich macht dich turnt das wirklich an. Ja. Ja.
Mhm. Also das finde ich richtig männlich. Ja. Hast du einen Freund im Moment? Nein. Ja. Ist das nicht doch dann ein bisschen schwierig, so genau dann immer so einen Typ zu finden, wo das alles so stimmt? Ja, also der Letzte hatte jetzt auch keine wirkliche Wolle in dem Sinne auf der Brust. Also so im Gesicht ist da schon was gewachsen. Mhm. Wenn, ich sag mal so, es gibt natürlich dieses eine Schönheitsideal, ja. Also wo man sagt so, boah, dem würde ich jetzt sofort aufspringen und hinterherrennen, ja, bis zu Fuß nach Paris-Peine oder so. Aber es gibt natürlich auch dann irgendwie, wenn dann irgendwie nähere persönliche Anziehungskraft entsteht und der hat jetzt also, sagen wir mal, wirklich nicht den richtigen 3-Tage-Bart im Gesicht, aber ist das für nett oder so. Aber es ist ja auch so ein bisschen so ein Punkt von sexueller Fantasie. Ne? Ja. Gibt es einen Prominenten? Ich überlege gerade so, wer der so in dein Beuteschema passen könnte. Fällt mir auch gerade so keiner ein, ne? Der ja, also so von Schauspielern her oder so? Eher nicht so. Naja, ist auch wurscht. Auf der Straße jedenfalls ist das dein erster Blick, ob die Jungs gut bewachsen sind. Mhm. Ne? Und im Schwimmbad hast du noch mehr zu gucken und abzuchecken, ob das alles so ist, wie du es gerne haben möchtest. Wie kommt das? Kannst du das erklären? Hast du das immer schon gehabt? Schon der erste, den ich so mit 14 irgendwie toll fand und angeschwärmt habe, der hatte das mit dem Bart schon. Mhm. Der war zwar öfter rasiert, aber man sah so diesen dunklen Bartschatten. Mhm. Und wie gesagt, also zuletzt dieser, den ich da vor 10 Jahren gekannt hatte, mit dem hatte ich so ein bisschen rumgeknutscht und... Also es fängt immer, ich glaube, solche Sachen fangen immer früh an. Die Prägungen sind da früh gelegt und dann hat man das irgendwie ein ganzes Leben lang. Ja, ich glaube so, Regina, jetzt melden sich bei uns bestimmt ganz viele Männer mit 3-Tages-Bärten und mit Brusthaaren und mit vielleicht eher kleineren Geschlechtsteilen, aber mit viel Haaren dran und die wollen die Regina kennenlernen. Wollen mal gucken, was sich da machen lässt. Ich wünsche auf jeden Fall so einen guten Typ in Bälde. Und dass du dann so richtig in Wallung kommst, ne? Wenn die. Das wäre schön. Liebe Regina, alles Gute. Ja, danke. Und viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, Leute, hier ist Kiki. Und Kiki ist 21. Ja, hallo. Hallo, Kiki. Ja, hallo, Domian. Also, ich bin erstmal 21. Oh, habe ich 29 gesagt? Nee, 20, glaube ich. 21. Ja. Du alte Frau. Ja. 21. Für was ist denn Kiki die Abkürzung? Also eigentlich heiße ich Christina. Aber meine Freundin sagen immer Kiki. Deine Freundin? Ja. Ja, dann darf ich das auch sagen. Gerne. Ja, und zwar, ich habe ein Problem. Ja. Ich bin verheiratet seit 4 Jahren fast. Oh, ja. 4 Jahre schon? Ja, Mann. Ich war ein Frühzünder. Mit 17? Ja, mit 18. Jetzt werde ich dieses Jahr noch 22. Mhm. Und ich habe meinen Mann mit 16 Kiki, kennengelernt. Ja. Weißt du was? Ich mache mal eben einen Vorschlag. Ich muss mal eben ganz kurz unterbrechen. Mein Studiofenster ist hier auf. Ach und so. Hier sind irgendwelche Verrückten, die ständig mit dem Motorrad hier rumfahren. Ich mache mal eben das Studiofenster zu und dann reden wir weiter. Okay. Mhm. So, wieder da. Ja, sehr schön. Das macht einer ganz verrückt im Hintergrund. Also, mit 18 geheiratet. Genau. Seit 4 Jahren. Mit 16. Habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja. Und damals hatte ich also noch keinen Sex gehabt. Ich war noch Jungfrau. Ja. Und das wusste mein Freund damals. Und wir hatten dann ausgemacht, ich wollte das sowieso nicht. Ich wollte keinen Sex vor der Ehe haben. Mhm. Aus Überzeugung. Ich habe mir mal einfach gedacht, ich möchte das erste Mal mit meinem Ehemann. Mhm. Und also ganz romantisch. Bitte? Ganz romantisch. Genau. Mhm. Und naja, wir haben dann auch geheiratet, nachdem wir 2 Jahre zusammen waren. Mhm. Und ja, dann ist das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kurze Frage noch, ist er in deinem Alter oder ein bisschen älter? Er ist 23. Das heißt, er hatte auch noch keine großen Erfahrungen vorher? Nein, hat er nicht. Er hatte eine Freundin vor mir und das war auch nur eine ganz kurze Sache. Ach so, also und da gab es auch noch keinen Sex. Das heißt, den ersten Sex habt ihr beide wirklich miteinander erlebt? Genau. Mhm. So, genau. Jetzt ist es aber nicht so, wie du es dir gedacht hast. Nee, gar nicht. Erzähl. Also, also ich liebe ihn wirklich über alles und ich weiß auch, dass er mich liebt und wir verstehen uns so im Alltag super gut und wir haben zum Glück auch überhaupt keine Probleme miteinander, nur halt diese eine Sache und das ist so, dass er überhaupt nicht auf mich eingeht und dass das alles so schnell vorbei ist, immer wirklich so zack, zack.
ja, 5 Minuten, nicht mal. Und raus, rein, Sache ist gelaufen. Genau, und ich traue mich nicht, ihm das zu sagen. Mhm. Und ich habe ihm das schon mal versucht, irgendwie deutlich zu machen. Ja. Und indem ich mich da einfach hingelegt habe und so gedacht habe, er soll mal machen. Und vielleicht merkt er dann, die regt sich da gar nicht, dass da was nicht richtig ist. Und dann hat er mich auch darauf angesprochen, warum ich da so einfach so mich hinlegen würde. Und ich habe ihm gesagt, dass er mal sich darüber Gedanken machen sollte, warum das so ist. Ja. Und ja, das tut er nicht. Aber das war es dann auch. Du hast nur gesagt, mach dir mal Gedanken darüber. Du hast weiter konkret nichts gesagt. Doch, ich habe ihm auch schon mal gesagt, dass ich keinen Spaß daran habe, mit ihm zu schlafen. Hast du noch nie Spaß gehabt, mit ihm zu schlafen? Nee. Also, nee, am Anfang, da habe ich das nicht unterscheiden können. Da habe ich ja, das war ja das erste Mal für mich mit ihm. Und da habe ich gedacht, das ist bestimmt richtig, so wie es ist. Mhm. Und ich habe erst gesagt, das muss an mir liegen. Du hast einfach keine Ahnung. Und ach, vielleicht ist irgendwas falsch mit dir. Ja. Und dann, ich habe halt viele Freundinnen und die erzählen was ganz anderes. Genau, und die sind auch, die meisten sind halt auch nicht verheiratet und die erzählen dann, ich habe hier da was gehabt und hier und da und dann hört man das schon. Wenn man von deren Erzählungen hört. Das ist ja eigentlich der Vorteil, deswegen bin ich ja ein Gegner von diesem frühen Heiraten. Dass man einfach Erfahrung sammeln sollte. Ne? Um sich und seinen Körper und alles so zu testen, zu experimentieren. Ja, aber das war das, was ich eben nicht wollte. Ich wollte nicht, dass ich vorher irgendwie richtig Erfahrung sammle und später dann, falls ich wirklich, ich kaufe die Katze im Sack. Ja. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn das später in der Ehe dann so ist, dann kann ich aber keine Vergleiche machen. Ja. Und dann kann ich mir einfach denken, das ist gut so, wie du es gerade zu Hause hast. Ja, aber so läuft es eben genau nicht, ne? Ja. Genau so läuft es nicht. Hast du denn irgendwann zumindest schon einmal mal einen Orgasmus erlebt? Das heißt, du weißt gar nicht, was das ist? Nee, also ich kann da nicht mitreden. Nicht wirklich. Das heißt, du hast auch noch nicht versucht, dich selbst zu befriedigen? Nee, das gibt mir nichts. Also ich habe das vielleicht mal versucht, ein, zweimal, aber das gibt mir einfach nichts. Da kommt bei mir nichts und dann lasse ich das lieber sein. Also ist die Situation, was die Sexualität... Habt ihr Kinder schon? Nein, haben wir nicht. Das, was die Sexualität anbelangt, ist wirklich sehr, sehr starr alles. Ne? Ja. Und sehr verfahren. Ja, ich habe ihm das auch schon mal gesagt, dass mir das keinen Spaß macht, dass ich keine Lust darauf habe, mit ihm zu schlafen. Und hast du den Eindruck, dass es ihm denn Spaß macht? Ja, der kommt ja mal. Der hat seinen Orgasmus und das war's dann, ne? Ja, genau. Und dann du armes liegst dann da, ne? Und für dich war ja nichts da. Und das ist immer so, wirklich immer. Und ich denke immer, irgendwer hat mal zu mir gesagt, nach einer Zeit legt sich das. Nee, das ist Blödsinn, das legt sich nicht. Das glaube ich nicht. Wie du es jetzt geschildert hast, legt sich das nicht von alleine. Ja. Ist es möglich, ist er so offen, dass du wiederum noch offener mit ihm sprichst? Dass du sagst, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich traue mich nicht. Warum nicht? Ja, weil ich Angst habe. Warum? Vor was hast du Angst? Dass ich ihn damit verletzen kann. Warum? Er verletzt dich ja auch. Am Anfang habe ich ihm vorgespielt, dass mir das Spaß macht. Ja, sag ihm das. Sag es ihm. Sag ihm, dass es alles irgendwie so verkrampft ist, dass du von Grund auf unzufrieden bist mit der Sexualität. Ich bin so unzufrieden, dass ich es am Anfang sogar vorgespielt habe. Ich muss es jetzt mal sagen. Es muss jetzt mal raus. Ja, weil vor allem ist es auch so, ich finde das nicht schlimm, wenn du es ihm vorgespielt hast. Mhm. Du bist sehr, 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 ich sag mal, ohne es böse zu meinen, sehr naiv in die ganze Sache reingegangen. Ja. Und das war halt eine Reaktion deinerseits, damit umzugehen. Schwamm drüber, finde ich nicht schlimm. Aber jetzt bist du 21 und ihr seid 4 Jahre zusammen und jetzt muss irgendwas passieren. Und es kann nur was passieren, wenn ihr die Karten alle auf den Tisch legt. Und du verletzt ihn nicht damit. Er verletzt dich auch damit, indem er nicht auf dich eingeht. Also er trägt, wenn man da überhaupt von Schuld reden kann, ihr seid beide daran beteiligt an dem Spiel. Ja. Und um da rauszukommen aus der Misere, müssen beide wirklich klar Tacheles reden. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich das anbahnen soll. Indem du einfach sagst, pass mal auf, ich bin, was diese Sache anbelangt, einfach grundunzufrieden. Ich empfinde keinen Spaß. Ich habe nicht mal, Mensch, wir sind 4 Jahre verheiratet, ich habe noch keinen Orgasmus erlebt. Da muss er doch aufhorchen. Ja, das ist das ja, aber das tut er ja nicht. Weiß er das, dass du doch keinen Orgasmus erlebt hast? Ja, das letztes Mal selber zu mir gesagt. Da wollte er mit mir schlafen und ich habe gesagt, eigentlich möchte ich nicht und so. Und hat er gesagt, ach ja, wieso, du hast ja sowieso nie deinen Spaß dabei, dann lass mich doch. Und dann. Ja, genau. Und da musst du eine Regel vorschieben. Genau so läuft es nicht. Was ist denn das für eine Haltung? Was ist das für ein für dich diskriminierendes Verhalten seinerseits? Ich fühle mich ja auch immer nur so. Also, weißt du, ich sag's mal ganz böse. Der behandelt dich wie so ein, als würde da so ein Bügelbrett liegen, über das er rüberrutscht. Ja, so verhalte ich mich aber dann auch. Ich leg mich da hin und dann halte ich den Mund, damit der merkt. So, und das darfst du nicht mehr machen.
Dann verweigert ich und sagt, nee, ich habe keinen Bock darauf. Wir müssen irgendeinen anderen Ansatz finden. Ja. Wir müssen einen anderen Ansatz. Ich habe keine Lust, einfach mich hier von dir benutzen zu lassen, sexuell. Mhm. Und du gehst währenddessen die Einkaufsliste durch, was du im Aldi kaufen möchtest oder so. Ne? Du bist mit den Gedanken doch ganz woanders oder irgendwie, oder denkst, wäre es doch bald vorbei. Ja, ich denke dann immer wirklich, was mache ich denn jetzt, wenn er fertig ist oder so. Genau. Also dann habe ich ja noch das und das zu tun. Das ist doch kein Zustand. Guck mal, ihr seid junge Leute. Hm. Da muss es eigentlich krachen, da muss man Lust haben, da muss es spaßig zugehen, da muss es wirklich von Herzen sein, da muss man die Sau auch rauslassen können. Ja. So, jetzt musst du ihm das sagen. Und möchte ich ja wirklich dich animieren, da verletzt du ihn nicht mit. Musst du klar sagen, was deine Bedürfnisse sind. Nur so hat das eine Chance, dass sich das wieder einrenkt. Wenn ihr beiden das nicht hinbekommt, ich finde das schon eine schwierige Situation, weil ihr so jung angefangen habt, würde ich euch beiden, wenn er sich auch drauf einlässt, würde ich euch raten, dass ihr mal zu einer Sexualberatung geht. Mhm. Eheberatung, Sexualberatung. Geben wir dir gleich noch gerne eine Adresse, wohin du dich wenden oder ihr euch wenden könnt. Mhm. Kiki, wenn er das nicht mitmacht, wenn er sagt, nee, habe ich nicht nötig, sowas brauche ich nicht, dann gehst du da alleine hin. Okay, und dann? Ja, dann guck mal weiter. Dann hast du einen festen Ansprechpartner, da sitzt ein Fachmann, eine Fachfrau und da wird gesprochen. Da gehst du einmal hin, zweimal, vielleicht auch noch mehrfach. Und dieses Gespräch, was wir jetzt geführt haben, ist ein Anfang. Mhm. Und dadurch wird immer noch was Neues in die Gänge kommen. Toll wäre natürlich, wenn ihr mitkäme. Mach ihm das klar, dass ihr das für eure Ehe tut, für euer Zusammensein, für eure Liebe. Ja, nur manchmal ist mir das schon, dass ich auch sage, ich will eigentlich nur mit ihm zusammen sein, dann ist mir der Rest auch egal. Aber Mensch, Kiki, du bist eine junge Frau. Ja. Willst du die nächsten 40, 50 Jahre so leben? Nee. Ja, eigentlich ja nicht. Und das ist auch das, was ich eigentlich ansprechen wollte noch, dass ich Angst habe, weil ich traue mich ja nicht, ihm das zu sagen. Und ich habe auch Angst, dass ich dann vielleicht irgendwann mal, dass er mich damit in die Arme von einem anderen Mann treibt. Ja, klar. Ja, ja, natürlich. Weil sich das auch schon mal fast ergeben hat. Und habe ich halt den Kontakt ganz schnell abgebrochen zu dem anderen. Ja, und ja, die Gefahr besteht. Deswegen gut, dass du es so sagst. Da blinken alle Warnleuchten um dich herum. Da muss jetzt was geschehen. Nimm es in die Hand. Mach ihm klar, dass das für eure Beziehung ist. Ich gehe davon aus, dass du ihn sehr lieb hast. Ja. Und er dich auch. Und dass die Ehe eigentlich gut läuft. Ja. So. Aber eigentlich ist eben nur eigentlich. Ne? Da ist ein wichtiger Punkt, der nicht funktioniert. Und da muss was geschehen. So, jetzt legst du auf. Wir rufen dich zurück. Das heißt, meine Psychologin, die Elke, ruft dich zurück. Und die wird dich noch versorgen mit der einen oder anderen Adresse. Okay, vielen Dank. Alles Gute, Kiki. Danke dir auch. Tschüss. Markus, 22. Guten Morgen. Hallo, Markus. Hallo. Ja. Markus, um was geht's bei dir? Mein Problem ist, dass ich alle in meinem Umfeld, Freunde, Bekannte, Eltern, ständig belüge. Warum? Ich versuche einfach, gerade in meinem Verwandtschaftskreis, die Erwartungen, die an mich gesetzt werden, zumindest zum Schein hin, zu erfüllen. Das heißt, ich erzähle denen, das, was die von mir erwarten, habe ich auch so erfüllt. Zum Beispiel, ein Beispiel. Was erwarten die von dir? Ich bin Student und... Was studierst du? Informationstechnik. Ja. Und ich habe halt erzählt, ich habe alle Prüfungen bestanden, habe aber das Problem, ich habe dieses Semester keine bestanden. Mhm. Das hast du deinen Eltern erzählt, Verwandtschaft? Meine Eltern, meinen Großeltern, ja, allen. Und bei meinen... Was würde passieren, wenn du denen die Wahrheit gesagt hättest? Hätte es zu dem Zeitpunkt, hatte ich noch eine Freundin. Mhm. Und mein Vater hatte mir vor den Prüfungen gedroht, wenn du nicht die Prüfung bestehst, will ich deine Freundin hier nicht sehen. Das heißt, du lebst noch zu Hause? Nein, ich lebe nicht mehr zu Hause. Aber ich bin regelmäßig bei meinen Eltern noch zu Besuch. Und dann kommen halt auch solche Drohungen wie Geldeinzug, Geld weghalten. Und sag mal, da ich eh nicht viel habe, ist das natürlich ein ziemlich hartes Druckmittel. Ja, wie viel Geld kriegst du von deinen Eltern im Monat? Also ich habe, obwohl ich noch nebenbei arbeiten gehe, nach Abzug Miete keine 350 Euro zum Leben. Also wie viel kriegst du von deinen Eltern? Miete plus 150 Euro. Ja, wie hoch ist die Miete? 176. Ja, also so knapp über 300 Euro kriege ich von meinen Eltern. Ja. Nun ist das diese Lügerei ja nicht nur bezogen auf die Eltern, sondern auch auf Freunde, auch auf Freundinnen? Auch auf der Freundin war das bezogen. Aber die Beziehung ist jetzt vor etwas mehr als einem Monat auch in die Brüche gegangen. Deshalb? Nein, nicht deshalb, sondern es war eine Fernbeziehung. Ah ja.
und es hat die Distanz nicht überlebt. In welcher Art und Weise hast du denn deine Freundin belogen? Auch ihr gegenüber habe ich halt angegeben, dass meine Uni-Leistungen viel besser sind, als sie wirklich waren. Mhm. Ich gebe Freunden gegenüber, genauso wie meiner Ex-Freundin oder meinen Eltern gegenüber, an, dass mein Freundeskreis viel größer ist, als er in Wirklichkeit ist. Mhm. Das heißt, ich erfinde irgendwelche Personen dazu, die es gar nicht gibt. Also immer, um so ein bisschen besser dazustehen. Richtig, um besser dazustehen, um akzeptiert zu werden, ja. um halt nicht als der Versager dazustehen und sonst wie. Mhm. Bist du denn schon einige Male so in deinem Leben Versager gewesen? Regelmäßig eigentlich. Ah ja. Also es ist. Aber immerhin hast du Abitur gemacht und richtig. Immerhin studierst du ein Fach, was auch nicht so einfach ist zu studieren. Richtig. Dementsprechend ist es halt auch für mich unheimlich schwer. Wolltest du das denn studieren oder hat der Vater da die Hände im Spiel? Ja, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite wollte ich das machen, habe aber dann, ich habe erst Elektrotechnik studiert ein Jahr, habe dann aber gemerkt, dass das nichts für mich ist, habe angefangen, mich neu zu orientieren. Und hatte dann plötzlich Angst, irgendwas anderes zu machen, so nach dem Motto, ich falle dann in irgendein Loch. Ja. Und habe dann auf den sehr artverwandten Zweig Informationstechnik gewechselt. Obwohl dein Herz vielleicht was ganz anderes hätte lieber gemacht. Mein Vater hat mich darin unterstützt. Mhm. Und nach dem Wechsel hat er mir dann gesagt, er hat mich deshalb unterstützt, weil er rechtlich bei einem weiteren Wechsel dann kein Geld mehr für mich bezahlen muss. Das heißt, er hat mir dann gesagt, so, jetzt hast du einmal gewechselt, noch einmal brauche ich dir nicht finanzieren, auch gesetzlich nicht und deshalb musst du das jetzt durchziehen. Wenn du so ganz frei von Eltern, Menschen, Freunden und so entscheiden könntest, was würdest du gerne studieren? Oder beruflich machen? Ich weiß es nicht. Ich bin momentan in einem Loch, wo ich gar nichts weiß. Also ich vegetiere eigentlich nur noch in meiner Wohnung. Weißt du, Markus, was ich am schlimmsten finde an deiner Geschichte? Soweit ich das bisher gehört habe, was du erzählt hast, ist, dass du so unter dem Diktat, unter der Diktatur, sage ich mal, ich sage das jetzt bewusst so dramatisch, deine Eltern, deines Vaters stehst. Du bist 22 Jahre alt, das ist ja schon ein ganz gutes Alter. Ja. Da lässt man sich nicht mehr so bestimmen von den Eltern. Was ist denn das für ein Zustand? Der Vater sagt, wenn du die Seminararbeit nicht gut machst, dann kommt die Freundin nicht mehr hier hin. Was ist denn das für ein Typ, Mensch? Ja, was hat denn der für eine Achtung vor dir? Ist doch also dein das Ding. Das ist mein ganzes Leben schon so gewesen. Ja. So die Aussage war dann immer die, man hat Respekt vor den Eltern zu haben. Ist auch okay. Aber die Eltern haben auch Respekt vor den Kindern zu haben. Und so ist es. Also, ich weiß nicht, irgendwo ist das Problem halt diese finanzielle Abhängigkeit. Ja, aber deswegen habe ich gerade auch so rumgebohrt. Ich wollte den Betrag wissen. Es sind popelige 300 Euro. Ich sage das auch bewusst provokativ. Popelige 300 Euro. Ja. Du bist ein Student. Das war ich auch. Ich war es auch lange und weiß, wovon ich rede. Mhm. Und weiß, dass man als Student, wenn man den Arsch hochkriegt, kriegt man so viele Jobs. So viele Jobs. Ja, ich habe ja noch einen Job. Dann holst du dir noch einen Job. Und dann hast du die 300 Euro verdient irgendwie. Sind es vielleicht ein bisschen weniger, dann kommst du auch über die Runden. Aber du bist frei. Du musst von den Eltern loskommen. Mhm. Du musst von der Abhängigkeit von deinem Vater loskommen. Ich glaube, dass du dann sofort aufblühen wirst. Ich glaube, das ist wirklich die Wurzel deines Übels. Mhm. Und dass du auch das tust, was du möchtest. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Studium auch nur wieder nicht das Richtige ist für dich. Ja, das Problem ist halt, ich weiß momentan wirklich nicht, was vor und wie zurück. Dann, du bist, pass mal auf, ich glaube auch, dass das ein Elternhaus ist, die dich auch gestresst haben. Du musst voranmachen, du musst was schaffen, du musst dahin kommen, du musst das erreichen. Ich finde, du bist 22 Jahre alt. Da finde ich, das ist ein tolles Alter, da kann man auch mal ein Jager, also man muss nicht lernen, du sollst deinen Lebensunterhalt verdienen, aber kannst auch einfach mal ein Jahr nichts weiter sonst machen. Auch 2 Jahre und dann entscheiden, was du gerne studieren möchtest. Mhm. Aber du musst natürlich dein eigenes Leben finanzieren. Geh jobben und warte einfach so ab, erhol dich erstmal von dem ganzen Stress, der dir angetan worden ist. Vielleicht nach einem Jahr sagst du, okay, ich mache Sozialpädagogik oder Medizin oder weiß ich was und hast aber dann auch richtig Freude daran. Und verdienst dir das selbst. Das ist dann dein Ding. Da bist du dein eigener Herr und nicht der Papa. Das ist natürlich eine schwierige Sache, weil du stehst so unter der Knute von deinem Vater. Mhm. Das ist natürlich eine Revolution, die du da durchziehen musst. Ne? Ja, das Problem ist wohl, dass wir haben das schon, als ich 16 war oder so, ich soll mir da nicht so viel gefallen lassen.
Wer hat das gesagt? Ja, die Leute, mit denen ich mit 16 in die Schule gegangen bin, als ich in die Oberstufe kam. Ja. Aber irgendwo, ich habe mich halt selbst bis heute noch nicht getraut, irgendwas groß gegen meine Eltern zu machen. Okay, mit 16 ist es ja auch schwierig. Da kann man groß reden, da kann man das nicht so leicht schaffen. Aber jetzt kannst du es schaffen. Jetzt bist du 22. Du wohnst nicht mit zu Hause. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Und du, ich vermute, dass du in einer größeren Stadt lebst. Ist das so? Ja, ich wohne im Studentenwohnheim. Ja, so. Und da kannst du jetzt auch wirklich auf die Pirschen, auf die Suche gehen, erstmal nach einem Job, damit diese finanzielle Abhängigkeit aufhört. Mhm. Und dann orientierst du dich ganz einfach. Und dann schmeißt du dieses Studium auch nochmal in den Wind. Na und, ist doch egal. Manchmal muss man lange suchen, bevor man das gefunden hat, was man will. Aber dann weiß man auch, dass das das Richtige ist. Ob du nur mit 28 oder mit 30 fertig bist, auch egal. Ja, finde ich. Ich finde, wichtig ist, dass man das Richtige für sich tut und dass man dabei und dass man auch überzeugt ist davon. Ja, bei mir ist die Sache halt, mir ist von zu Hause immer eingetrichtert worden, ohne Erfolg kommt man zu gar nichts. Und so mein Vater ist halt diese Aussage, wenn ich jetzt nicht durchziehe, das war jetzt seine letzte Aussage, dann bin ich auf dem Weg, irgendwie in der Sozialhilfe zu landen. Ja, dann soll er das mal reden und dann sagst du, okay, Papa, du musst es ja wissen und tschüss. Und dann wird er schon irgendwann mal sehen, dass du deinen Weg gehst. Und wenn du vielleicht irgendwas, wenn du ein Handwerk lernst, wenn das dein Spaß ist, ist auch egal. Hauptsache, du machst das, was du möchtest. Mhm. Was dir gemäß ist. Ich kann mir vorstellen, dass du da durch so eine Gehirnwäsche gegangen bist zu Hause, dass du gar nicht, du weißt ja gar nicht richtig, was du möchtest. Richtig. Du bist so fremdbestimmt von deinem, ist der Vater eigentlich so der massivste oder die Mutter auch? Mein Vater ist eher der ruhige Pol und der, wenn er was sagt, dann meint das knallhart. Mhm. Bei meiner Mutter ist es so, dass die halt bei jeder Kleinigkeit dann gleich auf 570 hochschießt und erstmal die Bude zusammenschnauzt und für 5 Tage schlechte Luft herrscht. Also ich merke, wenn du da was unternimmst, gibt es da richtig Krieg in eurem... Richtig, und davor habe ich eigentlich unheimliche Angst. Kann ich verstehen, wenn ich deine Biografie so höre, aber das ist deine einzige Chance, selbst auf die Beine zu kommen, ein eigenständiges Leben zu führen, ein selbstbestimmtes Leben, so meine ich das, zu führen. Gibt es eigentlich noch Geschwister? Ich habe noch eine kleinere Schwester, aber die ist also deutlich selbstbewusster als ich. Mhm. Und die hat meinen Eltern ganz klar von Latz geknallt, sie will nicht studieren. Mhm. Er ist von meinem Vater auch auf eine technische Schule erst geschickt worden. Ja. Hat dann während des Jahres noch gesagt, nee, mach ich nicht. Ja. Und ist dann auf eine sozialpädagogische Schule gegangen. Mhm. Und die hat jetzt ihren Lehrvertrag unterschrieben und geht ab Herbst in die Lehre. Und siehst du, sie kann es. Sie hat ihr Ding durchgezogen gegenüber dem Vater. Ja. Dann musst du das auch und dann kannst du das auch, Markus. Ja, ist halt alles ziemlich schwierig momentan bei mir, weil ich weiß seit fast 2 Monaten, dass ich meine Eltern da anlüge und mein Vater drängt halt seit 2 Monaten, er will endlich diesen Beweis haben. Das kommt ja eben noch hinzu, dass du dich auch noch in so eine Lügenspirale da hinein manövriert hast. Das heißt, letztendlich kannst du nur mit diesem ganz großen Knall dir Luft verschaffen, indem du alles hinschmeißt, indem du sagst, pass mal auf, das stimmt ja alles nicht, das liegt daran, dass ihr mich so unter Druck setzt. Ich will das nicht mehr machen, ich will auch euer Geld nicht haben, ich bin jetzt für mich selbst verantwortlich. Mhm. So eine Ansprache müsstest du hinkriegen. Ja. Mit zitternden Knien, ist mir schon klar. Aber das wäre ein Befreiungsschlag, sage ich dir, das glaube ich. Weil, ja, die Sache ist halt die, wenn ich mich meinen Eltern dann irgendwie gegenüberstehe, dann fühle ich mich wieder wie der 10-jährige Junge. Mhm. So, und wenn du dich das nicht traust, so vis-à-vis, da den großen Auftritt hinzulegen, dann schreib denen das auf und schick denen das per Post. Ist die etwas feigere Methode, aber ist auch okay. Feige ist nicht das richtige Wort. Aber es ist auch gut. Wenn du das schaffst, fände ich auch ganz klasse. Du musst es dann nur auch konsequent durchziehen. Ja, das ist halt das ist das doch Ding. Ein großer Schritt. Das ist ein großer Schritt. Lieber Markus, ich habe dir meine Meinung klar gesagt. Ja. Die ist auch knallhart für dich wahrscheinlich, aber nur so geht das, glaube ich. Die Knie sind jetzt schon weich. Das glaube ich. Aber was meinst du, wie gut du dich hinterher fühlen wirst, wenn du es gemacht hast? Dann läufst du durch deine Studentenstadt und denkst, wow, endlich frei. Endlich frei. Markus, ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
So, Freunde, das war's für heute Nacht in der Technik. Kerstin Klinger, morgen wie gewohnt 1 Uhr. Nee, nicht über Radio morgen. Wir sind morgen ausschließlich im Fernsehen zu sehen und im Fernsehen zu hören. Also 1 Uhr WDR Fernsehen mit Domian und ab 0 Uhr könnt ihr wie immer schon anrufen. Gute Nacht, schöne Nacht, tschüss. Heute ist Freitag, der 30. April. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Es ist 2 Uhr. Die Themen: Untersuchungskommission zufrieden mit Bush-Anhörung.